Hallo im Küchengarten. Heute steht der Gartenrundgang April 2022 an. Viel hat sich schon getan, viel habe ich schon vorbereitet. Die richtige Saison beginnt natürlich erst nach den Eisheiligen, wenn nicht mehr so sehr mit Frost, mit Nachtfrösten zu rechnen ist. Damit vor allem die wärmeempfindlichen Pflanzen wie Tomaten und Paprika oder Physalis oder auch Auberginen nicht dem Frost zum Opfer fallen. Einige Sachen sind ja jetzt schon im Beet. Wer meine Videos regelmäßig verfolgt, der hat schon einiges mitbekommen. Wenn ihr meinem Kanal noch nicht folgt, dann lasst doch gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und so verpasst ihr auch keines meiner nächsten Videos. Gepflanzt habe ich diese Woche auch noch meinen Sommerlauch zwischen die Karotten. Die sind wirklich gut gekeimt. Das Video dazu, wie ich sie ausgesät habe, verlinke ich euch oben in der Ecke. Und Karotten und Zwiebelgewächse sind ja bekanntlich gute Partner im Beet, da der Zwiebel die Karottenfliege vertreiben soll und die Karotte die Zwiebelfliege. Ein Schutznetz habe ich sowieso momentan auch noch drüber. Das war jetzt nicht so sehr wegen Schädlingen, sondern wegen meiner frechen Katze, die sich nämlich immer wahnsinnig gerne in diesem Beet gewälzt hat und natürlich auch ihr Geschäft darin verrichtet hat. Und das hätte den kleinen Karottensämlingen natürlich nicht besonders gut getan. Nach wie vor trage ich natürlich auch meine Jungpflanzen immer noch zur Abhärtung nach draußen auf meine Terrasse. Hier stehen sie geschützt unter einem Schirm, damit sie nicht zu viel Sonne abbekommen. Vor allem meine Tomaten haben schon richtig Gas gegeben, die sind jetzt schon richtig groß. Da muss ich mir langsam überlegen, dass ich sie mit einem Stöckchen sichere, damit sie nicht umknicken. Die kommen ja auch erst Mitte Mai ins Beet. Auch die ersten Essiggurken der Art Vorgebirgstraube sind jetzt hier schon gekeimt und stehen schon draußen zur Abhärtung. Und hier einer meiner absoluten Lieblinge, der Malabarspinat, eine wunderbar dekorative Kletterpflanze und auch natürlich sehr schmackhaft. Und für den Sommer, wo da der normale Spinat nicht gut gedeiht, eine wunderbare Alternative. Vor allem auch für kleine Gärten, da er ja in die Höhe rankt. Hier mein Basilikum, das ist schon ein richtiges Feld. Da hoffe ich auch, dass ich ihn bald in den Garten pflanzen kann, damit er weiter wachsen kann. Und auch hier hinten meine Paprikapflanzen, wo ich schon die ersten Blüten ausknipsen musste, damit er weiter wächst und nicht die ganze Kraft in die Blüten steckt. Mit meiner Voranzucht bin ich dieses Jahr wirklich sehr zufrieden. Und im Gewächshaus gibt es natürlich noch mehr. Aber da kommen wir später noch dazu. Hier in Hochbeet Nummer 2 habe ich ja letzte Woche die ersten Kohlpflanzen ausgepflanzt und dazwischen wieder Lauch. Da verlinke ich euch das Video auch oben in der Ecke, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Jetzt schauen wir mal hinein, wie sich das Ganze entwickelt. Da es momentan ja wieder sehr trocken ist, muss ich hier natürlich regelmäßig gießen, bis die Pflanzen richtig gut angewachsen sind. Ja, das heutige Gießen ist eh schon wieder fällig, aber es schaut alles recht gut aus. Die Kohlpflanzen stehen aufrecht und satt grün da. Man sieht, dass hier auch schon neue Blätter wieder wachsen. Und auch der Lauch scheint gut angewachsen zu sein. Das ist Rotkraut hier, Rotkohl. Und das hier ist Blumenkohl, die Neckarperle. Und hier habe ich ja noch vom Herbstanbau Blumenkohl. Das sieht man schon, die ersten Köpfchen. Das ist super. So hat man nämlich schon recht früh eine Blumenkohlernte. Ui, ist da auch schon was? Oh ja, der ist ja schon schön. Schaut euch mal den an. Das hat jetzt natürlich bei der Hitze, bei der Wärme schön Gas gegeben. Neben Hochbeet Nummer 2 seht ihr dort hinten Hochbeet Nummer 3. Das ist noch leer, aber es ist schon vorbereitet mit frischem Kompost, damit ich dort
ab Mai auch schon die nächsten Kulturen aussetzen kann. Wenn wir jetzt hier von Hochbeet Nummer 2 den Schwenk hinüber machen, seht ihr ja dort gerade zum Eingang des Küchengartens und rechts ist mein Heidelbeerbeet. Hier habe ich noch meine Regentonnen. Da könnte jetzt wirklich langsam mal wieder ein bisschen Regen kommen. Die sind schon wieder recht leer. Na, Luki, kommst du mit zum Gartenrundgang? Ja, gell, du bist immer mit dabei. Meine Heidelbeeren werden hier schon fleißig befruchtet. Die Hummeln sind immer ganz wild drauf Anfang des Jahres. Ja, vor allem jene Heidelbeere, die ich letztes Jahr in den Topf gesetzt habe, sind reich tragend voller Blüten. Aber auch die anderen, da bin ich mir sicher, werden im nächsten Jahr auch wieder gut dastehen. Hier neben dem Heidelbeerbeet entlang des Weges, der zu meinem Küchengarten führt, habe ich einen Spalierapfelbaum der Sorte Golden Delicious, den essen meine Kinder so gern. Der hat jetzt nicht gerade die üppigste Blütenpracht dieses Jahr. Hier oben hat er ein paar, sehe ich. Ich glaube, da muss ich mich noch mal schlau machen. Vielleicht habe ich ihn falsch geschnitten. Hier unten treibt er nur Blätter aus. Hier oben hat er wieder ein paar Blüten. Neben der Tür zu meinem Küchengarten steht ein Säulenapfelbaum. Mit Säulenbäumen bin ich jetzt nicht so zufrieden. Die haben bei mir noch nie wahnsinnig toll getragen. Daneben habe ich ja noch ein Beet für Tomaten, das habe ich auch schon vorbereitet mit einem guten Kübel voll Bokashi, den ich unten drunter vergraben habe und dann wieder die Erde drüber. Jetzt kommt dann nochmal Kompost drauf, dann kann das Ganze die nächsten 4 Wochen noch vererden und dann ist dieses Beet vorbereitet für meine Tomaten und überall säumen. Vergiss mir nicht den Weg, die weiß ich so zu schätzen. Im Frühjahr als die ersten Blüher machen so gute Laune. Hier ist ja das Entenhaus. Da drinnen geht es gerade ab. Ich weiß nicht, die zwei Herrschaften sind da gerade in Separé. Man sieht nur ein Schwänzchen. Aber der gnädige Herr ist auch drinnen. Ich weiß nicht, was die da drinnen machen. Naja. Hier daneben steht eine Birne, ich weiß gar nicht, welche Sorte es ist, aber die ist wirklich traumhaft. Es war auch mal ein Säulenapfelbaum, den habe ich aber nicht als Säule gezogen, weil ich damit eben nicht sehr zufrieden war. Ich habe die Äste eher nach unten gebunden, die sind so reichtragend, wunderschön. Da habe ich auch schon eine gute Lage Pferdemist und Kompost unten an die Füße des Baumes gegeben. Hier haben wir ja eine kleine Blumensitzecke. Letztes Jahr habe ich hier eine Magnolie neu gepflanzt. Die blüht dieses Jahr noch nicht, aber sie ist schon schön ausgetrieben. Nächstes Jahr vielleicht. Schneeballstrauch. Den liebe ich. Der ist auch für die Bienen und andere Insekten ein wunderbarer Nektarspender. Und daneben habe ich die Blutjohannisbeere, ebenfalls einer der ersten Blüher im Jahr und ganz wichtig für die Insektenwelt. Als Nahrungsquelle ist die auch immer voll von Bienen und Hummeln. Hier in meiner Zinnbadewanne, die vor dem Küchengarten, der ist ja hinter mir, mitten in der Wiese steht, habe ich dieses Jahr ein Experiment gestartet. Ich habe
Kartoffeln, die ich vom letzten Jahr geerntet hatte, hier hineingesetzt. Die habe ich total vernachlässigt, eigentlich auch vergessen. Die waren im Keller und sind dort dann schon wahnsinnig ausgetrieben. Man sieht hier jetzt noch die langen Triebe, die sie gebildet hat. Ich habe mir gedacht, ich gebe sie trotzdem mal hier in die Badewanne. Ich hoffe, sie überleben die Katze. Also wenn, dann sind diese Kartoffeln wirklich absolut schmackhaft und resistent. Auf jeden Fall habe ich die dann alle da hineingeworfen, noch gedüngt. Kompost ist hier auch noch drauf. Und ich war dann total begeistert, wie schnell und kräftig sie dann doch noch ausgetrieben sind. Man sieht hier wirklich schon einige Triebe und ich erhoffe mir wirklich hiervon eine Ernte. Die Badewanne hat natürlich unten Löcher und auch noch eine Kiesschicht als Drainage drinnen, damit die Löcher nicht von der Erde verstopfen. Und vorletztes Jahr hatte ich hier Tomaten drin, letztes Jahr hatte ich hier Lauch drinnen und auch noch Salat. Das hat bis jetzt immer alles super geklappt und dieses Jahr wieder aufgewertet mit Kompost und auch ein bisschen Pferdemist. Das tut den Kartoffeln sicher gut, freue ich mich schon drauf. Jetzt musste ich den Gartenrundgang kurz unterbrechen, da es angefangen hat zu regnen, was für die Wasserversorgung hier im Garten ja natürlich sensationell ist, aber für Dreharbeiten nicht unbedingt so schön. Jetzt seht ihr meinen Gemüsegarten einfach bei nassem Wetter, ist ja auch nicht so schlimm. Hier ist natürlich das erste Gemüsebeet mit meinen Karotten und dem Lauch, das habt ihr ja schon im Vorspann gesehen. Hier drüben stehen meine dicken Bohnen, die ich im Haus vorgezogen habe und vor circa 2 Wochen hier eingesetzt habe. Die sind schon wirklich schön groß geworden. Auch hier meine Mini-Kiwi, die ich hier entlang meines Schwemmholzzaunes ziehe, treibt schön aus. Da sieht man auch schon die ersten Knospen. Hier sind die Himbeeren schon wirklich schön am Treiben und am Blattmaterial bilden. Auch die ersten Knospen sind schon zu sehen. Hier muss ich noch Vorjahrestriebe zurückschneiden, da war ich noch ein bisschen nachlässig. Hier entlang habe ich auch noch Himbeeren. Dieses Beet, also die Hälfte dieses Beetes, ist schon vorbereitet mit Kompost, mit frischem. Und hier hinten stehen meine Erdbeeren und dazwischen Knoblauch, den ich im Herbst gesteckt habe. Hier ist auch frischer Kompost aufgebracht und das alte Blattmaterial habe ich entfernt. Da sieht man jetzt auch schon die ersten Blüten. Hier neben den Himbeeren habe ich noch Ribiseln, Johannisbeeren, weiße Johannisbeeren. Die bilden auch schon schönes Fruchtmaterial aus. Das ist nur eine einzige Pflanze, die ist schon schön groß geworden, wird auch regelmäßig mit Kompost versorgt. Hier meine große Brombeerstaude, die dann über den Küchengarten, sieht man das immer hier oben auf meiner Überbauung, geleitet wird. Daneben ist ein bisschen mein Sorgenkind, das ist mein Rhabarber, den habe ich hier, naja, sicher schon seit über 5 Jahren stehen, aber obwohl er mit Kompost versorgt wird, er wird einfach nicht groß, vielleicht ist es ihm hier zu schattig, ich habe keine Ahnung, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Hier drüben Zitronenmelisse, daraus mache ich regelmäßig Sirup für meine Kinder. Und hier mein Tomatenunterstand, wo ich meine Fleischtomaten ziehen werde. Auch schon mit frischem Bocage aufgewertet. Den lasse ich jetzt die nächsten Wochen vererden bis Mitte Mai. Dann kommt nochmal eine Lage Kompost drauf und dann werden hier die Tomaten eingesetzt. Ich gieße natürlich regelmäßig, weil aufgrund des Daches kommt ja hier kein Regen drauf. So, jetzt sehen wir das Ganze von dieser Seite. Hier habe ich mein kleines Kräuterbeet. Da habe ich schon Dill ausgesät, der wirklich schon schön keimt. Wunderbar ist das. Hier habe ich einen neuen Thymian gesetzt, weil mein anderer ist mir im Winter eingegangen. Ist ja nur bedingt winterhart. Dafür hat allerdings mein Rosmarin überlebt. Hier steht schon Rucola.
Und natürlich der mehrjährige Schnittknoblauch, der wird jedes Jahr größer und ist wunderbar für Salate und Pesto, den liebe ich heiß. Und hier steht natürlich der größte Teil von meinen dicken Bohnen, Saubohnen, Puffbohnen, wie auch immer man sie nennt. Oh, meine Regentonne freut sich natürlich über diesen Regen. Regensegen sozusagen. Hier in meinem Frühbeet ist der Spinat schon fröhlich am Gedeihen. Da ernte ich schon immer wieder Blätter für meinen Salat, aber jetzt kann ich mir dann auch bald mal auf die Pizza geben oder in eine Gemüsepfanne. Und hier vorne habe ich Blumenkohl gesetzt, die Neckarperle, der jetzt auch hier drinnen schon fröhlich vor sich hin wächst. Man sieht ein bisschen Raupen oder Schneckenschaden, je nachdem. Ich kann nicht alles abdecken. Ich hoffe, er ist stark genug und übersteht das. Hier ist mein Gewächshaus, da drinnen ist es natürlich schon sehr grün. Die treuen Zuschauer meines Kanals wissen natürlich, was hier drinnen abgeht. Alles voller Salat. Da wird regelmäßig für frischen Salat zum Mittag- oder Abendessen geerntet. Petersilie habe ich hier auch noch. Die habe ich gekauft, weil ich mit meiner eigenen Petersilie noch nicht weit genug war. Die steht hier hinten, ist aber auch schon schön gekeimt. Bin ich auch sehr zufrieden. Und natürlich vieles von meiner Voranzucht. Hier der Knollensellerie, der schaut super aus. Hier Fenchel und rote Rüben, Mangold, hier hinten schon der Rosenkohl. Hier noch einen Teil Gemüsezwiebeln, der Rest steht schon in einem Beet. Hier den Neuseeländer Spinat und hier Cosmea für die Blütenpracht im Beet. Hier nochmal rote Rüben schon pikiert und hier schon die nächste Salatplatte vorgezogen. Und hier gegenüber von meinem Gewächshaus habe ich meinen kleinen Pflanztisch, wo ich immer wieder was zwischenlagere. Da habe ich noch Ringelblumen und Kornblumen, die stehen jetzt schon im Freien. Einen Muscatella-Salbei, das ist dieser hier. Und einen ewigen Kohl. Dieses Jahr möchte ich den probieren. Ich war bis jetzt da etwas zurückhaltend, da ich so einen großen Druck mit der weißen Fliege habe. Aber ich möchte es trotzdem probieren, weil so ewige Kohlsorten sind natürlich eine Bereicherung für den Garten. Hier habe ich noch eine zweite Sorte, die habe ich jetzt hier schon eingesetzt, geschützt durch einen Schneckenkragen und rundherum einen Teil meiner Gemüsezwiebeln. Hier habe ich natürlich des Nachts schon die ein oder andere Schnecke entfernt. Hier daneben habe ich drei Teefenchelstauden. Erstens, um die Samen zu ernten und auch den Sommer über das Grün für unsere Degus. Wenn wir jetzt noch einen Schwenk hier entlang tun, entlang dieser Natursteinmauer natürlich einiges an Wildblumen. Hier unten eine, wie gesagt, ich liebe, vergiss mal nicht, das ist die spezielle Sorte Jack Frost. Das sind die Blätter ebenso schön und sie wird richtig groß. Hier diverse trockenliebenden Pflanzen, die Akelei, die sich selbst immer wieder aussamt. Hier einen riesigen Klee. Ich habe jetzt meine Liebe zu Klee wieder entdeckt, der natürlich für die Wildbienen, Bienen und Hummeln aller Art ein Geschenk ist. Da sehe ich regelmäßig spezielle Arten, die in Vergessenheit geraten sind, in meinem Garten aus. Hier noch ein Beet entlang der Mauer, das ich auch für Tomaten verwende, weil so eine Trockenmauer natürlich ein toller Wärmespeicher ist. Die zeigt auch nach Süden. Letztes Jahr hatte ich natürlich Pech, weil es so feucht war mit der Kraut- und Braunfäule, aber dieses Jahr will ich es wieder versuchen. Und bevor die Tomaten reinkommen, habe ich hier noch Spinat ausgesät. Hier von der Kartoffelbadewanne, nennen wir sie mal so, geht hier an den Regenfässern vorbei die Rampe hinauf. Links ist das Heidelbeerbeet. Oh ja, die Ente macht es uns vor. In den oberen Bereich unseres Gartens. Hier seht ihr ja das kleine Beet am Fenster. Da habe ich schon
im letzten Video euch gezeigt, wie ich diverse Salate ausgepflanzt habe. Die sind toll gewachsen, dank der Schneckenkrägen. Und den Rand entlang seht ihr hier schon diverse Rotkrautpflanzen. Der Beinwell kommt hier toll. Ich sehe den Luki, meine Katze, hier immer ein bisschen daran mümmeln. Anscheinend schmeckt der auch. Soll ja sehr gesund sein, in Maßen natürlich. Ui, die Frühlingsgefühle gehen hier wieder ab. Oje, das ist jetzt hier ein Naturlehrfilm. Die Fortpflanzung der Enten. Aber so läuft es natürlich. Die fühlen sich wohl. Dann wollen sie auch kuscheln und schmusen. Hier in Hochbeet Nummer 1. Auszoomen, habe ich auch schon was gepflanzt, geschützt durch ein Insektenschutznetz. Ich glaube, hier in der Mitte brauche ich noch mal eine Stütze drüber. Diverse Salatsorten, Frühlingssalat, und das mal aufmachen ein bisschen. Frühlingssalat, Blumenkohl, hier rote Rüben, Ringelblumen für das Auge und natürlich auch zur Verbesserung der Bodenstruktur. Die haben ja so lange Pfahlwurzeln, die den Boden auflockern und die Nährstoffe von ganz unten hinauf transportieren. Wieder Salat, Brokkoli und Spitzkohl steht da hinten schon, alles schön geschützt. Jetzt gehen wir mal nach draußen zu New Beetland in das eher schattig gelegene Gemüsebeet, was ich vor 2 Jahren neu angelegt habe, und schauen mal, was dort so vor sich geht. Da haben wir ja schon länger nicht mehr nachgeschaut. Ihr seht, das Ganze hier liegt recht im Schatten. Erst die späte Nachmittags- bis Abendsonne kommt dann hier zu tragen. Hier vorne habe ich ein kleines Blumenbeet angelegt. In der Mitte thront eine Felsenbirne, die vor allem für Vögel und Insekten eine tolle Nahrungsquelle ist, aber auch für uns, wir können die Früchte essen. Die ist jetzt zwar noch recht klein, die habe ich erst im letzten Jahr eingesetzt, aber sie blüht jetzt schon herrlich und ich freue mich drauf, wenn sie hier weiter wächst. Dann habe ich hier einen Gewürzfenchel, einen Muscatella-Salbei, den ich selbst gezogen habe, ein bisschen Klee, überall habe ich Ringelblumen ausgesät und eine blaue Kugeldistel, die ist auch immer ganz toll für Schmetterlinge, für Bienen und im Winter als Nahrungsquelle für die Vögel. Dann seht ihr hier mein Knoblauchfeld, der wächst wirklich prächtig, den habe ich im Herbst gesteckt, dann ist er schon ein bisschen gewachsen und jetzt im Frühling habe ich ihm die erste Düngung mit einem Sud aus Pferdemist gegeben. Das ist ihm wunderbar gekommen, er hat richtig schön Gas gegeben. Da freue ich mich auf eine reiche Ernte und dem Knoblauch scheint die eher schattige Lage auch nicht viel auszumachen. Hier ist meine kleine Vogelfutterstation. Vor allem im Winter war die immer reich besucht mit einer kleinen Tränke, das auch gerne zum Baden verwendet wird. Und in den Beeten hier vorne sind Zwiebel gesteckt, Herbstzwiebel. Die sind zwar jetzt noch nicht so groß, aber die habe ich auch schon gedüngt mit diesem Pferdemistsud. Und hier das große blättrige Grüne, das ist Mangold, den ich im Winter einfach stehen gelassen habe. Es heißt ja, er ist mehrjährig und teilweise winterhart. Und in dieser Lage, es war jetzt dieses Jahr ja nicht so ein strenger Winter, hat er es überlebt. Und wir können jetzt schon die ersten Blätter ernten. Oje, schaut euch die an. Freche Katze wieder am Werk. Der düngt jetzt sicher gleich meinen Knoblauch. Na, so schaut's mal aus. Du, ich habe dich ertappt. Lässt sich nicht mal durch uns stören.
ganz toll. Hier hinten seht ihr ja den Gartenzaun. Das ist die Grenze zum Nachbarn. Und der hat hier einen wunderbaren Kirschbaum mit einer Tannenunterpflanzung. Und unter dieser Tanne wächst ein wahres Feld an Bärlauch, von dem ich mir natürlich auch immer nehmen darf. Wächst auch schon teilweise zu uns rüber. Aber das ist traumhaft. Da habe ich schon ein paar Mal Nudeln gemacht. Heute kommt er wieder auf den Flammkuchen. Pesto werde ich noch damit machen. Toll. Und gleich dahinter. Ich glaube, ich gehe jetzt mal die Stiegen runter, dann sieht man das besser. Ist ja diese kleine Natursteinmauer. Und da habe ich ja letztes Jahr, da verlinke ich euch auch das Video, dieses Naturblumenbeet angelegt. Die ersten Pflanzen kommen schon wieder. Ich weiß gar nicht, ich denke, das ist eine Stockrose. Die schaut auf jeden Fall toll aus. Natürlich lauter wilde Erdbeeren, Walderdbeeren, Löwenzahn. Disteln habe ich ja hier ausgesät. Ich glaube, die brauchen noch ein bisschen, wenn sie denn kommen. Und hier weiter vorne, neben meinem Komposter, seht ihr ja noch unsere Baustelle. Aber das ist schon wirklich schön weitergegangen. Hier soll ja mein Hühnerhaus herkommen. Das da oben ist schon so ein halbes Plateau. Das Hühnerhaus habe ich schon. Jetzt wird es dann bald aufgebaut, sobald es wärmer ist. Da freue ich mich auch schon riesig auf dieses neue Projekt. Der Lucky auch. Gell, Lucky? Hast noch mehr gefiederte Freunde zum Spielen, nicht nur die Enten. Ja, und nach der fleißigen Gartenarbeit, unter Anführungszeichen natürlich, hat man sich ein Nickerchen unter den Himbeeren verdient. Ui, habe ich wohl gestört, hä? Oh nein, jetzt muss man Nachmittagswäsche. Okay. Dann kam auch noch eine Bestellung an, und zwar ein Maulbeerbaum der Sorte Illinois Everbearing mit großen, dunklen, schmackhaften Früchten. Der ist sehr trockenheitsresistent. Den möchte ich gerne in meinen Hühnerauslauf setzen, anstatt von ein paar Kirschlorbeer, die ich dort noch habe. Der soll nicht nur uns mit schmackhaften Früchten versorgen, sondern auch die Hühner. Nun sind wir auch schon am Ende des Gartenrundgangs April angekommen. Schön, dass ihr mich begleitet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen rauf. Auch würde mich interessieren, was bei euch im Garten momentan so läuft. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit und viel Erfolg bei euren Projekten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!